Hallo. Bauhaus FM, nehmt euch die nächste Stunde frei. Wir sind Spätkauf bei Kilo und haben hier erstmal Champagne für euch. Und danach reden wir mit euch über unsere Tracks und über kommende Tracks. Erstmal viel Spaß. Schon wieder Champagne, ja, 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 ja. Singing in the rain, ja, 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 ja. Sie will nur ins Game, ja, 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 ja. Money, money, rain, ja, 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 ja. Schon wieder Champagne, ja, 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 ja. Singing in the rain, ja, 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 ja. Sie will nur ins Game, ja, 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 ja. Money, money, rain, ja, 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 ja. Sie will in das Game, Money und den Fame. Spotlight, flieg high, noch ein Drehen. Flip-flop, Nachtleben, tip-top. Mondschein, Pille rein, tip-top. Shampoos in das Glas, alles süß. Frag mich nicht nach meiner Nummer, du weißt, dass ich lüg. Fahr herum, alle Nummern sind blockiert. Kein Call, kein Stress, keine Liebe, die erfriert. Schon wieder Champagne, ja, 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 ja. Singing in the rain, ja, 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 ja. Sie will nur ins Game, ja, 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 ja. Money, money, rain, ja, ja, ja. Die Terrasse ist hier größer als die Wohnung meiner Kindheit. Ich hab tausend bunte Scheine, bin umgeben viele Leute. Ich weiß nicht, ob's auch klappt, wenn ich keine Kohle hab. Bitch, I fall apart. Ich hör's laut aus der Box. Ich ruf die Freunde an. 1000 Kilometer von mir fern. Schon wieder Champagne, ja, 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 ja. Singing in the rain, ja, 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 ja. Sie will nur ins Game, ja, 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 ja. Money, money, rain, ja, 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 ja. Ich steh auch frisch aus einem Ei gepellt. Sie stand über meine Welt. Täglich grüßt das gute Bier. Champagne trinkt sie nur bei mir. Schlaf ein, wenn sie aufblickt. Mag's denn, dass ich raus bin? Das gute Leben längst vorbei, wenn's der Rausch ist. Stopf die Backen voll, womit ich will. Welche Nacht ist wirklich wild? Jeden Tag das gleiche Bild. Einmal wieder richtig chill, einmal wieder richtig dicht. Auf einmal wird das alles, alles nichts. Schon wieder Champagne, ja, 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 ja. Singing in the rain, ja, 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 ja. Sie will nur ins Game, ja, 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 ja. Money, money, rain, ja, 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 ja. Money, rain, von dem Game. Fahr den ganzen weiten Way zu meinem Baby. Game rein, Game raus. CMJ, COD, nächstes Level, lass ich aus. Der nächste geht aufs Haus. Der DJ legt was auf, ja. Champagne, ja, 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 ja. Singing in the rain, ja, 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 ja. Sie will nur ins Game, ja, 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 ja. Money, money, rain, ja, 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 ja. Schon wieder Champagne, ja, 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 ja. Singing in the rain, ja, 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 ja. Sie will nur ins Game, ja, 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 ja. Money, money, rain, ja, 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 ja. Da sind wir auch wieder, wie versprochen, jetzt die nächste Stunde mit Spätkauf bei Kila. Ich bin Cool Kid K. Hi, ich bin Süleyman Blond. Und ich bin Pink Viagra. Und ja, wir hätten jetzt eigentlich hier in Weimar, wir sind natürlich auch based in Thüringen jetzt erstmal, zumindest für unseren Teil. Wir sind ein dezentrales Künstlerkollektiv, irgendwie überall verteilt gerade. Wir sind der Thüringen-Teil auf jeden Fall, dieser Gang. Der Thüringen-Trupp. Und wir hätten jetzt auch gerne am 4.4. eigentlich ein Konzert bei euch gespielt, aber ihr wisst, wie die Lage gerade so ist, da ging gerade gar nichts. Und deswegen dachten wir, beschreiben wir euch doch wenigstens hier über Bauhaus FM und zeigen euch ein paar Songs, wer wir sind und vielleicht noch ein paar Sneak Peeks über kommende Projekte, kommende Sachen, die so sind. Bauhaus FM Exclusive sozusagen. Ja, wie gesagt, 4.4. hätten wir hier gespielt. Jetzt auch ein großes Jubiläums, also das große Jubiläum für uns, unser erstes Debütalbum SPPS, Pferdestärken, kam jetzt vor etwa einem Jahr raus. Könnt ihr, wir haben Touren gespielt, jetzt auch im C-Keller, wo wir jetzt auch gespielt hätten eben auch, deswegen der Aufhänger. Und das könnt ihr euch alles ansehen auf Instagram, folgt einfach mal Spätkauf Pakila, aber wir wollen gar nicht so viel quatschen, wir haben noch genug Zeit. Haben wir noch einen Song? Hol mal Luft. Haben wir noch einen Song parat? Was spielen wir? Opfertrack finde ich eigentlich nice. Na dann hau doch mal den Opfertrack rein. Na dann, viel Spaß. Oh, ich liebe den, mein Lieblingssong vom Album. Solo-Track von Ficker95, Opfertrack. Hey, 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 du, hey, hey, hey.
du ein Problem? Oh, hey, du Opfer, hast du ein Problem? Oh, hey, du Opfer, hast du ein Problem? Wir gern was finden, doch ich kann nicht sehen. Hey du, 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 Opfer, sag mir. Hey du Opfer, hast du ein Problem? Wir gern was finden, doch ich kann nicht sehen. Hey du Opfer, hast du ein Problem? Hey du, 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 hey, hey du, hey du, hey du, hey du, hey du, hey du, hey, hey, hey. Du Opfer, du Opfer, du Opfer, du, du, du. Opfer, du Opfer, du Opfer, du Opfer, du Opfer, hast du ein Problem? Hey du, hey du, hey du, hey du Opfer, hast du ein Problem? Opfertrack von Ficker 95, der letzte Song von unserem Debütalbum SPPS, was letztes Jahr rauskam, vor genau einem Jahr, produziert dieser Song, wie auch der letzte, beide sind auf SPPS drauf, von dem großartigen Blonde Mann, den wir auch heute hier für uns gewinnen durften. Vielen Dank für diese lieben Worte. Ehre auf dein Haupt, wie man sagt. wie gesagt, SPPS ist jetzt ein Jahr alt geworden, das große Jubiläum. Die CD, wir haben sogar noch CDs da, die gibt es zu kaufen, zu erwerben. Schreibt uns einfach auch an auf Instagram, meldet euch bei uns, wir können da bestimmt irgendwas klären. Ganz entspannt mit kontaktloser Übergabe auch gerne. Ich bin flink auf dem Fahrrad unterwegs in Weimar. Auf jeden Fall. Ja, Ficker 95, der letzte Song vom Album. Gibt es da irgendwas groß zu sagen? Ich meine, wir haben jetzt das Privileg, den Produzenten hier zu haben und auch diejenige hier zu haben, Pink Viagra, die sich den Song jetzt hier gewünscht hat. Ja, wir können ja nochmal erwähnen, dass Ficker 95 auf jeden Fall das Gründungsmitglied zusammen mit dir, Cool Kid K, von Spätkauf Pakila ist. Ja, vielen Dank. Ja, ist wie hat das so denn eigentlich alles angefangen? Erzähl doch mal. Ich kriege auch oft die Frage zu hören, so Spätkauf Pakila, was heißt das eigentlich, wofür steht das, was bedeutet das? Ich habe ja tatsächlich auch schon von dir gehört, du warst ja schon auf anderen Radiosendern, du hast das Geheimnis ja schon gelüftet, oder deine Interpretation davon. Genau, meine Interpretation. War mir immer sehr schön mit anzuhören. Ja, das stimmt. Ficker 95, aka Lende und ich, Cool Kid K, wir haben das dann 2016 ins Leben gerufen, damals noch in seinem Kabuff in Berlin. Und haben da gesagt, ja, lass doch einfach mal so eine Musik machen. Wir waren vorher schon musiktechnisch unterwegs, haben im Metal waren wir aktiv, kann man ja sagen, ne? Alternative Metal. Den Bandnamen wollen wir jetzt hier mal nicht veröffentlichen. Ja, nee, sicher ist sicher nicht. Nicht, dass ihr irgendwie noch es die falschen CDs bestellt. Es geht nur um die musikalische Bandbreite, die wir halt vorzulegen. Genau, und das ist halt wirklich auch ein großes Thema bei Spätkauf Pakila, dass wir aus allen Richtungen kommen. Und das zeigt sich auch einfach in der weiteren Besetzung, die jetzt noch dazu kam. Ich weiß nicht, also wie gesagt, 2016 gegründet da, einfach aus so einem Ding mal einen Song gemacht, dann gesagt, ah, das ist ganz geil, lass da dranbleiben. Und jetzt kann man ja fast sagen, sind wir ein Jahr vom 5-jährigen Jubiläum. Und das ist wie eine schöne, schöne Nummer. Mensch. Und wir sind mittlerweile echt großes Kollektiv geworden, muss man ja sagen. Also ihr werdet hier verschiedene Parts hören von ganz, ganz unterschiedlichen Leuten, unterschiedlicher Herkunft. Ja, zur Feier des Tages dann spielen wir einen Track, der Crew heißt, oder? Ja. Das passt doch thematisch ganz gut. Wo einfach mal noch ein Großteil der Crew dann zu hören ist. Feuerfrei. Jawohl. Feuerfrei für Crew. Deine Crew, ich komm mit meiner Crew, komm mit deiner Crew, bitte? Ist nicht meine Crew, komm mit deiner Crew, ich komm mit meiner Crew, komm mit deiner Crew, bitte? Ist keine Crew, komm mit deiner Crew, ich komm mit meiner Crew, komm mit deiner Crew, bitte? Ist nicht meine Crew, komm mit deiner Crew, ich komm mit meiner Crew, komm mit deiner Crew, ich komm mit meiner Crew. Frag nach Pogo auf deinem Konzert, glaube nicht, dass das was wird.
trage unser Logo auf dem Shirt. Glaube nicht, dass dir das steht. Ich will dich zu Bässe taumeln und sonst nix. Glaube nicht, dass du das meinst. Im Parkieler Cup ein frisch gezapftes Pilz. Glaube nicht, dass mir das reicht. Blabby Bati Beats mit der Zara 808. Pivi haut die andere Crew mit maximal Gewalt. Nighty macht sich breit auf jeder Party Meile breit. Und unser Hollywood heißt Hollywood. Ja, weil Hollywood dein Name ist, den Mythen so umgeben. Und hier Hydren sich im Stadtbild als Schakale ausleben. Es gibt Ficker, 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 Ficker mal 19. Ich bin cool getan und denke, meine Crew ist stark. Komm mit deiner Crew, ich komm mit meiner Crew. Komm mit deiner Crew, ist es meine Crew. Komm mit deiner Crew, ich komm mit meiner Crew. Komm mit deiner Crew, ist keine Crew. Meine Crew ist alles, deine Crew ist nichts. Meine Crew auf Malle, deine wird gefickt. Meine Crew ist groß, deine Crew ist klein. Meine Crew sagt ja, deine Crew sagt nein. Ich boxe deine Crew, meine Crew ist meine Crew. Eine Crew sind ein paar Menschen, eine Crew ist eine Crew. Crew-Kid im Gang, du nicht. Ein paar Jabs, ein paar Kicks. Dein Gesicht ist das Ziel, Bitch. Ich boxe dich, knocke dich aus. Du hast keine Stimme, aber deine Fresse blau. Dein Kind, deine Frau bleiben besser heute zu Haus. Gewinne, gewinne, gewinne mit meiner Faust. Dicker, sehe deine Crew. Dicker, meine Crew, schreib Bu. Dicker, Dicker, wo bist du? Ich seh nur meine Crew. Was, was ist die Crew? Was, was macht die Crew? Das, das ist die Mut, das, das ist meine Crew. Ich komm mit meiner Crew direkt in dein Geschäft. Jeder nimmt sich einen Pilz und dann sind wir wieder weg. Das, das ist meine Crew. Das, das ist meine Mut. Das, das ist meine Crew. Was, was in der Hood. Komm mit deiner Crew, ich komm mit meiner Crew. Komm mit deiner Crew, ist es meine Crew. Komm mit deiner Crew, ich komm mit meiner Crew. Komm mit deiner Crew, ist keine Crew. C.R.E.W. Damit ihr den Track auch auf Spotify findet. Ich finde Hollywoods Part auf dem Track so geil. Das ist der letzte, nicht? Der letzte Part auf dem Track, Mr. Hollywood. Wer ist denn sonst noch auf dem Track? Wir haben erstmal einen großartigen Kickoff von Süleyman Blond. Mensch, du lobst mich hier heute ja echt in den höchsten. Dann geht's weiter mit Cool Kid K, ne? Um mal einfach mal selber noch ein bisschen Promo für sich zu machen. Dann geht's weiter mit, wen haben wir denn da noch? Pink Viagra, kann das sein? Pink Viagra auch drauf vertreten. Und Mr. Hollywood, wie gesagt, eben noch erwähnt, ganz zum Schluss. Das fulminante Ende. Heißt er jetzt Mr. Hollywood oder Hollywood? Es ist Mr. Hollywood. Von Mythen umgeben. Von Mythen umgeben. Findet er Platz in dieser Radioshow. Grüße gehen raus zu Mr. Hollywood. Wie gesagt, wir haben es eben schon gesagt, wir sind ziemlich dezentral gerade. Wie gesagt, hier, es gibt eine Thüringen-Base, die war ganz lange oder ist jetzt immer noch so der Fall, aber viele Mitglieder wohnen jetzt in, weiß nicht, Hamburg, in Berlin, sonst wo, in Brandenburg jetzt wieder oder ganz woanders, irgendwie in Franken. So. Also, Ausrufe an Mittelfranken. Ja, so, wir sind breit aufgestellt und das zeigt sich auch in unseren Songs, die wir heute für euch mitgebracht haben. Was gibt's denn noch? Spielen wir noch mal was, wo HUD vielleicht auch drauf ist. Ja, HUD, na klar, haben wir. Zeig mal, hast du hier irgendwas? Ich glaube, dann machen wir doch gleich mal weiter mit einem Solo-Track von HUD. Unbedingt. Vom gemeinsamen Album von HUD und meiner Wenigkeit Süleyman Blond aus dem Jahr 2018 mittlerweile, im Sommer rausgekommen. Album nennt sich Katastrophenschutz. Wir haben auch ein großartiges Video dazu gedreht, das ihr euch gerne auf unserem YouTube-Channel mal anschauen könnt. Jetzt aber ein Solo-Track von HUD, der sich auch auf dem Album befindet, mit dem Titel Blau. Habe ich mir gewünscht, großartiges Ding, feuerfrei, HUD, Blau, produziert natürlich von Blondemann und die Cuts von Swami Man 808. Grüße gehen raus. Auf unbequeme Art und Weise meistens scheiße. An bunten Abenden ehrenlos den zahlenden Leuten peinlich. Einer weinte sogar heimlich. Peinlich eigentlich meine ich. Ich steppe nicht, ich ride Beine breit wie ein Verteidiger. Ich bin Heidegger, M. Heidegger. Sehr verbunden, den Holzweg vor der Tür. Keine Klingel für die Kunden, galt als verschwunden. Aber ich schlief nur aus, schmissen Steine ans Haus. Bauten Wehranlagen auf, ich geh raus, sag was laus. Wenn von euch einer klaut, wird die Kreditkarte missbraucht und sein Kraut weggeraucht. Auch wer laut wird, der traut sich was. Glaub mir, da braut sich grad fauliges Material zum Lackieren von dir Punk zusammen. Brauchst keinen Anstand haben, lieber im Trance Einstand haben, als am Ende gar nichts haben und nach Hartgeld fragen. Wenn du glaubst,
Individuum, doch alle eiern rum und meilenweit kein Individuum. Was Titan sich zum Beispiel nahm und weiter als 3 Meter kam. 16 war's mal 2, fein HID nur selten ein, doch weinerlicher Scheiß kommt nicht in seine Tüte rein. Wer das 1x2 vom 1x1 erlernte, konnte früh viel. Ich könnte niemals bügeln, weil bügeln ist Geschwüre. Lieber schreibe ich mit brennendem Stift auf feuerfeste Papier und nenne den Mist, den ihr macht, dicke Lippen riskieren und Klicke blamieren. Du fickst so viel, aber nur wenn wieder im Puff die Rate flach ist. Nach der Nachtschicht, die aus dir machte, was sie machte. Geistige Umnachtung brachte selten Licht ins Dunkel, hört man munkeln. Aus dem Publikum im Dunkeln siehst du Raubtieraugen funkeln. Die Fragen ohne Antwort, küsst die Hand asch und geht dann fort. Vor ein Anschlag auf euch Punklords, allesamt vom Mike verbannt. Ja, ich bin blau. Wenn du klaust, haben die Damen da. Ich bin blau. Gibt's was drauf, haben die Damen da. Ich bin blau. Ich glaub auch, haben die Damen da. Ich bin blau. Dass du danach keine Lieder mehr machst. Ja, ich bin blau. Ich bin blau, haben die Damen da. Ich bin blau. Niemals blau, haben die Damen da. Ich bin blau. Und schalala. Von HUD vom Album Katastrophenschutz, HUD und SUL, das Collabo-Album von Silman Blond und HUD. Mit den Cuts, ich habe es eben schon gesagt, von Swarmyman 808, der ja jetzt allerdings unter einem anderen Namen, sag ich mal, agiert, nämlich Rauch. Und wie dieser Safthersteller. Ja, stimmt. Oder Eistee machen die auch, nicht? Ah ja. Und wenn man den Namen mittlerweile bei Instagram eingibt oder ähnlichen Plattformen, dann wird man feststellen, dass dieser besagte Rauch nicht nur bei Spätkauf Pakila aktiv ist, sondern mittlerweile, kann man ja eigentlich so sagen, einer der Hausproduzenten vom Next-Up-Rapper Kasimir 1441 aus Berlin. Ja, auf jeden Fall eine Riesennummer. Wenn man sich die Streaming-Zahlen ansieht, alle im Millionenbereich. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Also, Grüße gehen raus an Rauch, an Swarmyman 808, a.k.a. früher, sein früherer Name. Wir sind Spätkauf Bakila, haben uns hier versammelt, um, sag ich mal, hier auf Bauhaus FM euch eine Stunde lang zu beschallen mit unserem Kram und vor allem mit Zeug, was auch ansteht. Apropos, was ansteht, wir haben jetzt eben schon gesagt, ne, Rauch produziert, ne, wir haben natürlich auch hier mit Blondemann einen Produzenten von uns, aber dabei bleibt es nicht. Ich habe es eben schon gesagt, Spätkauf Bakila ist ein riesengroßes wir Kollektiv. Wir haben so viele Produzenten. Und wir haben so viele Produzenten, darunter eben auch Mariusin. Oder Mariusin, weißt du... Ich weiß ein bisschen mehr. Ich weiß ein bisschen mehr über ihn, glaube ich. Kennst du ihn? Ich kenne ihn tatsächlich persönlich. Wir hatten es ja vorhin schon mal mit Metal-Einflüssen und Ähnlichem. Ja. Ich habe früher mehrere Jahre mit Mariusin in einer Metal-Band gespielt. Namen müssen wir jetzt hier auch nicht droppen. Wer richtige Recherche betreibt, der wird das auch noch finden. Ist gar nicht so schwer. Nardwar kennt den Namen wahrscheinlich schon. Nardwar wird das kennen. Deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Track vom Beat-Tape von... Fuck. Von Mariusin. Jetzt habe ich es gespoilert. Mariusin mit dem Titel Underwater Fracture. Viel Spaß damit. Thank you.
Produce ihn mit Underwater Fracture. Ich glaube aber nur als Fracture tatsächlich in den Stores zu finden. Da haben wir zum großen Release des Beat-Tapes Malfunction haben wir auf unserem Spätkauf-Bakila YouTube-Kanal, den ihr auch unbedingt folgen solltet. Das erste Mal live. Geschalten das Ganze und gelivestreamt zum Release hin mit einer schönen Community-Action, die ja dann auf YouTube dann immer so möglich ist, mit dem Chat. Ist eine ganz entspannte Stimmung. Die haben wir hier auch, Spätkauf Bakila. Wir sind hier, Bauhaus FM, und beschallen euch mit ein paar Songs. Wir haben eben Mario Scene gehört. Ja. Instrumental Music. Auch aus dem Instrumental Music kommend. Ne? Wir sehen alle unsere Roots. Unsere Roots sind gefährlich. Gefährlich. Ja, Mordspiel. Gefährliche Roots. Aber gefährliche Sounds haben wir auch noch auf Lager. Ein paar böse Trap-Banger, die wir irgendwie, die ich eben schon auf der, weiß nicht, Playlist hier irgendwie. Machen sehe. Wir mit dem Feature weiter oder was? Welches Feature? Welches Feature denn? Gigi Stance oder was? Ah, okay. Wir haben ganz viele gefährliche Dinge, merke ich hier gerade. Von daher einfach feuerfrei. Gigi Stance, du sagst es eben schon. Großes Internetphänomen. Goom ist die Stadt, die uns geprägt hat. Ihr müsst es euch reinziehen, das ist wirklich lustig. Und einfach geil. Und ist ein Spätkauf-Bakila-Freund. In vielen Releases schon vertreten gewesen, auf vielen unserer Shows zu Gast gewesen. Also wirklich Grüße genau, gehen raus nach Goom ist die Stadt. Gigi Stance mit uns, sag ich mal, Spätkauf-Bakila hier ein Baba-Track gemacht. Produziert von Blondemann. Alarm, Alarm, Stance ist dran. Ihr kommt nicht gegen an, also macht ihr langsam. Super fette, ich brauch einen Kran. Gigi und SP. Das ist der Plan. Digga 95, ich komm rein. Klick, klack, boom, wer willst du sein? Heißer Shit, ich mag Feuer gern. Digga 95, Feueralarm. Renne zum Zug, ist Alltagssport. Doppelmord ist ein Doppelwort. Sechs Jungs unterwegs, nachts in der Hood. Draußen ist dunkel, draußen ist gut. Alle Farben rot, es gibt Alarm wegen dir doof. Verlob, Verbot, verrot, es gibt kein Geld für keine Drogen. Wo ich wohne, gibt's die meiste Zeit for free. Und wo ich wohne, teilt der Postmann aus mit Brief. Ist ganz egal, wo ich dann wohne. Fans, Trappers, Vampakila und es gibt Alarm. 6G's, ein Beat und es gibt kein Scham. Wir trappen, wir trappen, wir trappen wie im Wahn. Wir machen ein Brett, ja, und scheppern wie eine Bahn. Fans, Trappers, Vampakila und es gibt Alarm. 6G's, ein Beat und es gibt kein Scham. Wir trappen, wir trappen, wir trappen wie im Wahn. Wir machen ein Brett, ja, und scheppern wie eine Bahn. Paar Kieler mit Gigi Stance, paar Dealer, wenn Beezy danced. Pollen an die Speaker, ballern Blonde, ey Mann, sein Miet grad dies und das. Schieb den Bass, roll das Blatt, bis ich paff. Was ich mach, ist keine Kunst, Alarm tief in deinen Mund. Das Land schlägt Alarm, Alarm. Kids nennen das The Purge. Tragen unser Merch, Merch. Kicken unsere Verses. Verses. Alles, was es braucht, ist mehr Lau, sitz im Hauptsitz. Alles, was es braucht, ist mehr Lau, sitz im Hauptsitz. 7 auf 10, niemals am Gehen. Keine Granate, nur explodieren. Hollywood hier und du bist nicht da. Jetzt wo du sprichst, ich hör dich nicht mehr. Achtung Alarm, paar Kieler Radar. Lila der Schein und Kieler MK. Fünfmal am Tag mit K-Standard. Und da wo ich bleib, ist Mucke am Start. Fans, Trappers, von paar Kieler und es gibt Alarm. 6G ist ein Beat und es gibt kein Scham. Wir trappen, wir trappen, wir trappen wie im Wahn. Wir machen ein Brett, ja, und scheppern wie ne Bahn. Fans, Trappers, von paar Kieler und es gibt Alarm. 6G ist ein Beat und es gibt kein Scham. Wir trappen, wir trappen, wir trappen wie im Wahn. Wir machen ein Brett, ja, und scheppern wie ne Bahn. Okay, back in the game. Ey, genau, ich wollte ja noch Shoutouts geben an Crary Powerboy. Ja, die auch in Weimar sind auf jeden Fall. Ja, Grüße gehen raus an Projekte in Weimar, unsere Projekte in Weimar und uns hier in Weimar. Boah, auch irgendwo, Chris oder Siebler. Anderswo sitzend. Ne? Erstmal zum Song nochmal. Wir haben gerade Alarm gehört von uns, Spätkauf Bakila, willkommen. Ganz vorne mit dabei, Gigi Stance. Ich habe es eben schon gesagt. Ja, auch. Also ich sage erstmal, ich sehe schon, hier ist Redebedarf. Gigi Stance ist drauf, Ficker 95 ist drauf, HUD ist drauf, dann ist Suleiman Blond ist am Start, Cool Kid K ist am Start, meine Wenigkeit. Hollywood. Und Mr. Hollywood macht wieder den fulminanten Abschluss, wir haben es vorhin schon erwähnt. Dickes Ding, was man auch auf YouTube finden kann. Ne? Wir haben eben schon erwähnt, wir machen YouTube-Events, ja, ne? Livestreams, Premieren zusammen mit euch. Ja. Aber auch das Video sieht man da, ist schon auch gut geklickt, kann man sich rein... Ist ganz geil, weil Hollywood nicht da war beim Dreh. Also ich war auch nicht da beim Dreh.
Deswegen habe ich auch versucht, das Thema zu wechseln, aber nicht geklappt. Der hat einen Versuch. Nee. Warum war denn Stanzi eigentlich am Start? Wer ist es denn? Cool Kid Kat. Umreiß doch mal kurz für die Leute, wer ist Gigi Stanz? Eine Legende. Internetlegende. Also wie gesagt, der Ursprung, sage ich mal, der beiden Gründungsmitglieder, Ficker 95 bzw. Lende und Cool Kid Kat Mia, liegt ja in der Lausitz, muss man ja sagen. Und in dieser Lausitz ist eben auch ein wunderschönes Städtchen namens Guben, direkt an der polnischen Grenze. Guben ist die Stadt. Und genau dieser virale Hit der Gordon Gang, Grüße gehen raus, wo Stanzi eben mit dabei ist, Gigi Stanz, hat die echt so ein bisschen, also nach oben teleportiert so ein bisschen, aber, also auf jeden Fall viel geklickt, krasses Ding, da konnte man sich gut drüber unterhalten, kontrovers, schaut euch das gerne auf YouTube an und ich sag mal so, ist mit uns dicke, wir machen Mucke zusammen, wir... sag ich mal, ticken da einfach ähnlich, dass wir sagen, ja, geil, Hauptsache Mucke machen zusammen. Ja, wobei wir da ja auch generell offen für sind. Wir haben jetzt auch in Gera ein paar Features angeleiert und so. Genau, Shoutouts auch. Kann man schon mal grüßen, die Breitbart-Gang in Gera. Ganz, ganz großartige Touren. Thüringen, Alter, Thüringen ist einfach ein, ja, florierendes Fleckchen Erde. Und deswegen ist es doch schön und deswegen ist Spätkaufbegiel auch was Dezentrales, weil wir einfach überall unsere Leute haben. Weil wir merken, überall gibt es einfach Leute, die einfach Bock haben und muss sich nur noch die richtigen Leute zusammenpicken. Und die enden dann mitunter hier in so einem Radio-Beitrag von Bauhaus FM. Grüße gehen raus. Frage beantwortet, Gigi Stanz, das Mysterium darum? Auf jeden Fall. Das war ja auch kein, das war ja auch eine platonische Frage, oder wie nennt man diese Art von Frage? Rhetorisch. Rhetorisch, genau. Er wusste ja eigentlich. Frage. Also er wusste das ja eigentlich, wer das ist. Wo ist das? Aber gut, Produktion wieder, Blondemann. Hast du irgendwas da parat für uns? Irgendwelche Facts? Facts dazu? Ich habe einfach wild Samples reingezogen. Geil. So ist das entstanden. Das sind die Kompositionstechniken, die man hier in Weimar gelehrt bekommt, auf jeden Fall. Ich muss aber echt sagen, das haben wir in unserem Studio in Jena aufgenommen und wir saßen da alle so im Kreis, haben so ein bisschen Beatpicking betrieben, ne? Oh, welcher wird's? Und du hast den angemacht und ich glaube, da war bei allen ziemlich schnell klar, oh krass, den verwursten wir auf jeden Fall. Wenn du jetzt sagst, was man in Weimar so lernt, meinst du einfach mit der Gang oder meinst du in deinem Leak, Alter. Naja, wir können ja piepen. Nee, es gibt ja auch andere großartige Komponisten, denen wir hier auch, die auch mit Weimar Dinge zu tun hatten. Ich denke, das ist doch eine ganz gute Überleitung. Dinge, die noch nie veröffentlicht wurden. Ihr sollt ja auch irgendwie einen Mehrwert von dieser Show hier haben. Ihr sollt wir sind jetzt wirklich bei Kultur, bei Hochkultur angekommen. Wirklich Hochkultur, oder? Und vor allem nicht nur Hochkultur, sondern jetzt gibt's auch echt die exklusiven Sachen. Bauhaus FM Exclusive League von kommendem Spätkauf bei Kieler Material. Mir ist heiß. Ich habe selber noch nicht gehört. Nein. Aber auf jeden Fall. Die Schweißflecken unter meinem T-Shirt. Oh. Wie dieses Album von Wu-Tang Clan, das der Wu-Tang Clan selber nicht gehört hat. So ist es ungefähr jetzt gerade für uns. Dieser Martin Shkreli oder sowas, der sich das gekauft hat für 2 Millionen und dann auf Twitter. Einer von euch sagt, wie der Track jetzt heißt, oder? Oder wie der Komponist heißt auf den... muss man, glaube ich, nicht sagen. Ich glaube, das ist selbst erklärt, wenn vielleicht man sich den Track hört. Oh mein Gott. Vielleicht. Seid ihr wirklich dafür bereit? Also ich meine jetzt Weimar, ich meine jetzt die Hörer von Bauhaus FM. Nee, lass es nicht machen, Leute, oder? Oh mein Gott. Bauhaus FM, sowas krasses liegen. Nein. Ach doch, wir machen es. Komm mal rein. Komm mal rein. Jetzt aber schnell. Ihr kennt ihn alle. Viel Spaß mit dem nächsten Track. Ich geh niemals, in den Knast. Bio alte Bastian Bach. Ich geh niemals, in den Knast. Bio alte Bastian Bach. Ich geh niemals, in den Knast. Bio alte Bastian Bach. Ich geh niemals, in den Knast. Bio alte Bastian Bach. Hundescheiße lass ich liegen, meine Scheiße liegt daneben. Ein Benehmen, saufen gehen, Beine in die Hände nehmen. Bullenwagen lass sie links liegen. Kamen noch nie in Frieden, unerwartet, meist im Team, zickzack um die Ecke biegen. Oh mein Gott, ich hatte nichts Böses und sehe die Cops in der Ferne und sehe den Schall ins Gesicht, überwältig von der Wärme. Schiebe Filme, übertrieben, Städte nächtlich überfliegen, Bullen creepen, Typen fliegen, weiter meine Kreise ziehen, weiter muss ich, hab Termin, weiter tanke ich Benzin, weiter Industriegebiet, der Ort, an dem das Studio steht. Ich geh niemals, in den Knast, wie du alte Bastian Bach. Wandern draußen
außen rum im Kalten. Keine Falten, alte Zeiten, riecht die Uniform von Weiten. Ich hab es nur gerochen, ja, sie wird dann wieder Beute. Herr Officer, ich schwöre, ich kenn keinen dieser Leute. Silver Skunk, Pumpe pumpt, Unke unkt, Funke funkt. Südhügel, wo es grün blüht, frag nicht, ob's mir gut geht. Wüstenbach, Grünflächenamt, Ernte für das ganze Land. 99423, fick die Polizei. Ich geh niemals in den Knast. Niemand diese geniale Idee klaut, fertig jetzt hier mal aus. Er ist ja noch unreleased. Shoutout an alle, die auf diesem Track vertreten sind, mit denen nicht abgesprochen war, dass dieser Track heute im Radio läuft. Überraschung! Vielen Dank fürs ins Mikrofon rappen bei mir im Studio. Es war dir ganz großartig. Aber oh, wie gesagt, Gott, der neue Spätkopf-Pakida-Drop, einer der neuen Dinger, die auf euch zukommen können. Ich freue mich auf den Track, Mann. Ich freue mich so hart über den Track. Ich bin echt ernsthaft traurig, dass ich auf dem nicht drauf bin. Der ist so schön. Wirklich, der ist so geil. Ich werde ihn im Loop hören, wenn der rausgekommen ist. Wirklich. Johann Sebastian Bach, Bass, wie auch immer. Ja, er ist so neu. Wir wissen noch gar nicht, wie er heißt. Keine Ahnung. Wir wissen noch gar nicht. Aber wir wissen auf jeden Fall, wer drauf ist. Denn wir haben da erstmal Kurit K. an der Hook. Grüße gehen raus an mich. Dann haben wir natürlich Ficker 95 wieder am Start. Wir haben Mr. Hollywood auch wieder drinne. Dann haben wir HUD, Zülemann Blond. Das ist wirklich ein schönes Gruppending wieder. Und das Ganze produziert. Natürlich wieder produziert von Blondemann. Sonst hätten wir, glaube ich, gar nicht das Recht, sowas hier zu spielen. Oder genau eben. Apropos Blondemann. Ja. Wer ist eigentlich dieser... Also jetzt so langsam werden mir die Leaks hier ein bisschen zu bunt, Alter. Du kannst ja jetzt nicht alles hier über mich verraten. Okay, haben wir noch einen Song da? Ja, es ist sehr persönlich hier, diese Radioshow. Okay, wir haben noch was Altbekanntes von Pferdestärken. Ein sehr endlich toller Live-Track. Endlich ein Track, auf dem Pink Viagra mal wieder vertreten ist. Freut euch darauf, Weimar, freut euch darauf. Ein krasses Live-Ding. Ihr hört jetzt Gardinen. Wirklich, ist mal schön für live. Wenn dieser Beat auf der großen Anlage richtig, weiß nicht, läuft, dann ist echt... Knochenerschüttert. Alle rasten immer komplett aus. Wirklich? Ziehen sich aus und so. Wir auch. Genug der Worte. Viel Spaß mit Gardinen. Gebt euch eine Live-Show, wenn ihr uns nackt sehen wollt. Zehn Wochen, alles ist bitter. Man darf nichts verstehen. Ja. Zehn Wochen, alles ist bitter. Zieh herum, mal für Ficker. Was knallt bei die Ohren zu Pisser? SPPS ist lecker, lecker. Apfel Chupa Chup, Chupa Chupa Chup. Du willst mich sehen, doch echt dich nicht. Dein Style ist doch nicht wichtig. Der Mond ist hell, richtig. Mein Haarschnitt 6 mm. Du bist ein Muskelkettenträger. Fester auf, ich guck raus, alles sauber. Es ist Nacht, es liegt still, Panazauber. Sieger, dien zu, damit die Leute nicht so klotzen. Es ist Nacht, Fenster bleiben offen, Zieger. Dien zu, damit die Leute nicht so klotzen. Du hast es nicht gesehen, Mann, du hast es nur gerochen. Zieger, dien zu, damit die Leute nicht so klotzen. Es ist Nacht, Fenster bleiben offen, Zieger. Dien zu, damit die Leute nicht so klotzen. Du hast es nicht gesehen, Mann, du hast es nur gerochen. Ich rappe, kannst du es verstehen? Hollywood Avanti Speed Phänomen. Ich rappe bei Nacht, dicker rappe bei Tag. Hollywood Pusher, Aufnahmestart. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nicht meine Nummer, nur Zahlenfolge. Du Samples von Platte, ich kann nichts verstehen. Scheiß auf Vinyl, gib mir Medium Stream. Fenster bleiben offen, Zieger. Dien zu, damit die Leute nicht so klotzen. Du hast es nicht gesehen, Mann, du hast es nur gerochen. Zieger, dien zu, damit die Leute nicht so klotzen. Du hast es nicht gesehen, Mann, Fenster bleiben offen, Zieger. Dien zu, damit die Leute nicht so klotzen. Du hast es nicht gesehen, Mann, du hast es nur gerochen. Ich seh mich an, wie ich chill bei Netflix und chill sie mich an. Wenn ich mal keinen Bock hab, auf chillen sie mich an. Wie ich Blut leck bei Abendsonne sie mich an. Wie ich love A-List und halt verkommt zu sie. Und das ist einfach, der Flow ist einfach falsch. Das ist auch Quatsch, das ist die LaBay-Line, Alter, das ist halt Satanismus. Was soll ich da schon machen? Ich will da niemand mit angreifen, mit diesem Part, möchte ich hier mal sagen.
Ich muss aber echt sagen, ich greife dich jetzt nicht an, ich mache das Gegenteil. Ich muss sagen, das ist einer meiner absoluten Lieblings-Blondimann-Produktionen. Ich mag diesen satanistischen Vibe auf jeden Fall super gerne. Aber Satanismus ist eigentlich nicht cool, möchte ich hier nochmal klarstellen. So, ja, also ich finde so Fashion-Satanismus okay, aber wenn es um richtige... Satanismus ist einfach scheiße, muss man mal wirklich festhalten. Nee. Wir machen jetzt hier keine Werbung für Satanismus. So. Weimar, wo sind eure Fashion-Satanisten? Nee, wir machen ja eigentlich nur Werbung für Spätkopf-Pakila, wa? Also folgt uns auf Instagram. Auf YouTube, auf Facebook, auf Bauhaus-FM-Accounts, Knuddels, sowas, ne? Haben wir also Pornhub? Überall. Nein. Was haben wir noch? Alles. Ihr findet uns einfach. Auf Spotify sollte man uns folgen. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt ja eigentlich auch Soundcloud. Ja, Soundcloud ist für uns nicht mehr aktuell. Bandcamp. Oder? Ihr müsst Bandcamp ansteuern und da richtig Geld drauflegen. Ja, Bandcamp, Alter. Das können wir auch wieder dingsen. Dingsen? Ja, so ein Piep drüber legen. Wir zensieren hier nichts. Nix. Ach, schön. Ja, ja, machen wir weiter mit ein bisschen Action? Nö, oder? Lass doch erstmal sagen, wer hier auf diesem wundervollen Track drauf gewesen ist. Ah ja, genau. Ich war da drauf. Du warst Pink da drauf? Viagra, Pink Viagra. Mit deinem ASMR-Part. Ah, ja. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt... ihr wisst von wem. Dann haben wir weiterführen. Was haben wir denn noch? Mr. Hollywood ist auf jeden Fall wieder drauf. Ja. Mit einem Brecher-Part wieder. Ballert, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hook ist von Ficker 95 und HID. Nicht? Entschuldigung, Cool Kid K und HID. Die Stimmen sind aber zu verwechseln, ähnlich mit deinem Lausitzer-Dialekt. Das sind die Lausitzer. Ey, sechs Typen in der Band, ich verwechsel alle ständig, die ganze Zeit. Sehen doch alle gleich aus. Dieselben Stimmen einfach. Ja, es ist auf jeden Fall ein schöner Track für live, sehr dankbar. Und auch so, finde ich so geil, einfach so. Ein bisschen satanistisch. Achso. Nein, hör mal den Satanismus jetzt. So, was haben wir denn, um schnell von diesem Thema abzulenken? Wir haben noch bestimmt noch andere Sachen. Übrigens, der Song auch wieder auf Pferdestärken gewesen. Unserem Debütalbum, was jetzt genau ein Jahr alt geworden Tunis. Ist. Genau wie Tunis. Tunis ist auch ein Song, der da drauf ist. Nächste Knaller. Haben wir den so spontan jetzt irgendwie ready? Können wir den? Oder müssen wir eigentlich. Fragen wir mal den Produzenten. Ja, Moment. Ich gucke hier mal. Da wird er rausgekommen. Ich habe die Platte gefunden. In Schubladen. Jetzt kommt Tunis von Ficker 95 und meiner Wenigkeit Südemann Blond. Feuer frei. Ey, das ist richtig Audio-Porn auf jeden Fall. Ja. Check, 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 ja. Ich weiß, an was zu tun ist, ja. Ich weiß, an was zu tun ist. Ich weiß, an was zu tun ist, ja. Ich weiß, an was zu tun ist. Ich weiß, an was zu tun ist, ja. Ich weiß, an was zu tun ist. Ich weiß. Du Verlierer, falsche Worte, Tickertorte, fette Potte. Wer mich nervt, Digga, deine Fotze. Saufe wieder, bis ich kotze. Weiß man, was zu tun ist, deshalb trage ich eine Weste. Du weißt, man, dass die Kuhflick gebitscht dich wie eine Wespe, ja. Summ, summ, flieg herum. Meine Villa, Kutterbund, deine Alte, untenrum. Gib dir Schock, du fällst um sie, Katzenberger. Kinder haben Eisenbahnen, Schienen fahren. Weiß man, was zu tun ist, mach es fit, ich muss hier nichts mehr sagen. Du weißt nicht, was zu tun ist, Boy. Du weißt nicht, was zu tun ist, Boy. Ich weiß, an was zu tun ist, ja, ich weiß, an was zu tun ist. Ich weiß, an was zu tun ist, ja, ich weiß, an was zu tun ist. Ich weiß, an was zu tun ist, ja, ich weiß, an was zu tun ist. Ich weiß. Du hast dein hartes losgezogen, war das alles bloß gelogen. Harte Schale, welche kennen heute Abend müssen Teilchen her. Kontakte bis ganz unten, keiner wünscht sich dich als Kunden. Gib den Faustig, wenn du drauf bist, wenn du drauf bist, hasse ich Rauschgift, egal ob morgens oder abends. Ich trink nie auf nüchtern Magen. Die Chronik kommt vorbei, ich würde niemals schüchtern fragen. Der Barino mit dem Atzen, Shake Vino aus. In Flaschen, helf ihm noch bei ein paar Sachen und der Siemer ist im Kasten. Du weißt nicht, was zu tun ist, Boy. Du weißt nicht, was zu tun ist, Boy. Ich weiß, an was zu tun ist, ja, ich weiß, an was zu tun ist. Ich weiß, an was zu tun ist, ja, ich weiß, an was zu tun ist. Ich weiß, an was zu tun ist, ja, ich weiß, an was zu tun ist. Ich weiß. Ich weiß, an was zu tun ist, ja, ich weiß, an was zu tun ist. Ich weiß, an was zu tun ist, ja, ich weiß, an was zu tun ist. Ich weiß, an was zu tun ist, ja, ich weiß, an was zu tun ist. Ich weiß. Ey, von einem Banger zum nächsten. Wir hatten jetzt hier Ficker 95 und Silvan Blond mit Tunis. Und es ist wirklich ein Song, wo ich mich in Live-Shows wirklich immer drauf freue, wenn wir den spielen, weil da weiß ich, okay, ey, auf jeden Fall. Nicht viel Anstrengung, ich muss immer nur so ein paar Adlibs irgendwie so reinmachen oder irgendwas doppeln und kann aber schön in die Crowd reingehen und mit den Leuten ach, da irgendwie Spaß haben. Ach, wusstest du gar nicht, dass du auch auf dem Track drauf bist? Nö, bin ich auch nicht, aber in den Live-Shows bin ich meistens vertreten. Ach so, so ist das gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde den Track übelst geil, also live oder nicht live. Ich habe jetzt auch auf jeden Fall hier ein bisschen rumgetanzt auf jeden Fall. Das stimmt. Weil es halt nur rumgetanzt. Man kann dazu nicht sitzen bleiben.
Was meinst du? Ja, da hast du auch ein bisschen mitgerappt, muss man ja sagen. Ach so, ja, ich habe auch mitgerappt, auf jeden Fall. Das natürlich, das hört ihr natürlich jetzt nicht. Nee, das wird schön rausgeschnitten. Wie die ganzen anderen Versprecher, die wir hier haben. Die kommen auch alle raus. Oder lange Pausen? Ja, wird quasi geaudio-photoshoppt. Oder unangenehme Pausen werden dann auch rausgeschnitten. Oder unsichere. Mal gucken, ob ich dafür in der Postproduktion noch Zeit finde. Ach, ist ja auch authentisch. Also ich habe sehr viel Lob dafür bekommen, als ich gerülpst habe bei Radio Lotte. Weil, ja, also, muss man alles mal machen. Warum nicht? Ja, oder? Emanzipatorisch ist das auf jeden Fall. Deswegen, ja. Ich meine, ich schaffe es jetzt hier nicht zu rülpsen. Müssen wir vielleicht auch gar nicht machen. Nee. Wie gesagt, Thun ist ein weiterer Part, auch wo geflüstert wird, muss man ja sagen. Wir hatten ja eben schon Gardinen. Ja. Jetzt hier den Pre-Chorus. Du weißt nicht, was du tun ist. Toll. Toll oder toll? Ja, vielleicht auch beides. Genau, also sexy irgendwie, ne? Apropos also sexy. Ich find, Thun ist ein sexy Track. Kommen wir doch mal auf den nächsten Solo- oder Artist, der einen Solo-Track rausgebracht hat. Cool Kid K, wo wir gerade bei sexy sind. Sorry, das können wir rausnehmen. Wollen wir das nicht kaputt jetzt? Oder? Sorry. Produziert vom großartigen Blondemann gab's da von mir 2018 am Ende, sag ich mal, zum 24.12. dann rauskommt, gab's da ein tolles Tape und zwar Cool Kid K, wie auch der Artist heißt, Cool Kid K. Wie gesagt, ganz vom Blondemann produziert. Wir beide sitzen jetzt neben uns, wir haben uns da eingesperrt, sag ich mal, ab Spätsommer und haben dann mit den ersten Songs angefangen. Und davon habe ich jetzt mal einen mitgebracht oder habe mal einen mitbringen lassen, in die Warteschlange packen lassen, der sonst ein bisschen unterrepräsentiert ist. Aber live kam man schon das ein oder andere Mal und auf. Und das Thema ist halt auch so, es geht immer, ne? Also ja. Jeder kann sich da irgendwie ein bisschen... Das ist eine richtige Hymne, die Sticker-Hymne. Ist auch ein Thema, das mir echt wichtig ist. Vielleicht hören wir uns ihn erstmal an und danach sage ich nochmal was dazu, oder? Voll frei, jetzt bin ich also aber gespannt, was du da auszupacken. Auf jeden Fall ein kritisches Thema hier in Weimar. Hey. Viel Spaß mit dem Solo-Track von Cool Kid K. Stickern. Pack. Where? Tag, tag, tag. Tag, tag, tag. Tag, tag, tag. Einmal stickern auf die Wall, einmal stickern in der Mall, einmal stickern auf der Straße, guck ich schmeck die ganze Straße. Einmal stickern auf die Wall, einmal stickern in der Mall, einmal stickern auf der Straße, guck ich schmeck die ganze Straße. Guck ich schmeck die ganze Straße, auf den Ohren läuft B zum A, K zum I zum L zum A, Bitch ich kleb den ganzen Tag, guck wie ich das schaffe, klebe 100.000. Ich bin maskiert, das ist unsere Straße, wo die Tagger hauen. Haupt zum Quartier. Einmal stickern auf die Wall, einmal stickern in der Mall, einmal stickern auf der Straße, guck ich schmeck die ganze Straße. Ich leb überall, Spider-Man, kommt die Polizei, Autorennen, wir sind zu viel, doch sind ein Tag-Team. Es braucht nur wenige Minuten, bis die Sticker weggehen. Das ist nicht meine Sticker. Ich weiß überhaupt nicht, wo die herkommen. Das sind nicht meine Sticker. Aber das ist nicht voll das her. Das sind nicht meine Sticker. Ich hab die 5er Freunde, hab ich halt auch so mitgenommen. Nö, das sind nicht meine Sticker. Ich kann meine einzige Hosentasche. Wie recycelt man Stickerreste? Ist das Papier mit oder Plastik? Na egal, dafür entsteht. Klebt die Sticker, bis man nichts anderes sieht. Hoffentlich sind es diesmal die Krassen. Die, die ein Leben lang haften. Ich kleb die ganze Stadt. Guck, ich schmück die ganze Straße. Einmal stickern auf die Wall, einmal stickern in der Mall, einmal stickern auf der Straße, guck ich schmeck die ganze Straße. Einmal stickern auf die Wall, einmal stickern in der Mall, einmal stickern auf der Straße, guck ich schmeck die ganze Straße. Na egal, der Promoplan steht. Was ist der Promoplan? Stickern! Von? So ein geiler Track. Wow! Alter. So, muss man auch echt sagen, wir sind noch echt geile Musiker. Spätkaufer Kieler sind wir nämlich. Wir sind hier gerade in der Thüringen-Base. Also ich fand den Track gerade sehr sexy. Du Danke. Bist super laid back, deine Danke. Stimme so alles passt. Ey. Wenn der Track auf Tinder wäre und ich Tinder hätte, ich würde auf jeden Fall nach links... Oder rechts swipen, je nachdem. Ich würde nach links swipen und ich hoffe, dass links swipen bedeutet, dass man... Nein? Ist es nicht? Okay, scheiße. Mal nach rechts, sagst du jetzt wenigstens. Ich habe halt kein Tinder, ich brauche das nicht. Unschuldig. Aber schön, es hat gerade so DSDS-Vibes. Irgendwie so, ich finde, das ist eine sexy Stimme, du bist super laid back, aber das Ding ist... Und dann noch irgendwie so ein Spruch, irgendwie so eine Popkulturreferenz. Apropos laid back, der nächste Track, ein Solo-Track von meiner Wenigkeit. Pink Viola. Es wird also wieder sexy für alle, die auf Autos stehen.
Produziert ist es ja diesmal nicht von Blondie Mann, sondern von Lende. Genau, von Lende Blade. Auf jeden Fall. Ja. Shoutout Lende, an Lende. Dieser Stelle. Wir haben ihn heute schon ein paar Mal gehört, als Rapper fungieren. Genau, Ficker 95 und Lende Blade sollen dieselbe Person sein, munkelt man. Ach, munkelt man. Man munkelt so vieles hier, wenn es um Spätkaufpakida geht. Muss man ja sagen. Wie gesagt, wir haben vorhin schon gesagt, wir sind sehr breit aufgestellt, was Produzententalente anbetrifft. Breit. Und so, sage ich mal, haben wir auch in Lende einen großartigen Produzenten und auch mit Pink Viagra eine großartige Vocal Performance. Feuer frei für Audi. Der ganze Stress. Ich bin laid back. Unserem YouTube-Kanal mit einer Szene, die leider zensiert werden musste. Was denn da passiert? Ja, genau, also es war unglaublich spannend. Wir haben angefragt bei diesem Haus hinten in Weimar, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall. Vielleicht besser, dass du es nicht weißt. bin ich da auf dieses Gebäude geklettert und daraufhin musste das Video überarbeitet werden. Also diese Szene musste blurry gemacht werden, weil die Leute tatsächlich Angst hatten vor Nachahmern. Ja. Die hatten Angst, dass jetzt ganz viele junge Pink Viagra und Spätkopf-Pakila-Fans dieses Deswegen Gebäude Deswegen klettert nicht auf Gebäude hoch. So. Also ja, muss man hier auch nochmal sagen. Dazu wollen wir uns jetzt auch nochmal distanzieren, oder? Dass jetzt Leute auf Gebäude klettern. Also gut, ihr habt ja gar nicht zum Nachahmen, weil ihr die Szene ja gar nicht gesehen habt. Aber man kann sagen, als wir, die die Szene kennen, und gerade als du, gerade Industriekletterin in Pink Viagra, du weißt, also es war wirklich ein gutes Bild. Es war wirklich eine coole Szene, wo ich auch dabei war. Aus, ja. Und gemerkt habe, so, oh krass, das dürfen wir jetzt auch so. Es war sehr spontan. Und also ich will jetzt niemanden irgendwie dazu anstiften, aber es ist halt auch sehr leicht. Total easy. Ja, es ist sehr leicht. Also wenn es so leicht ist, warum muss es dann falsch sein? So? Aber jetzt nochmal wirklich, also wir wollen uns davon in wirklich völliger Ernsthaftigkeit distanzieren. Aber wir wollen uns nicht davon distanzieren, dass ihr unsere Mucke ballern sollt. Und wir haben noch ein paar Sachen für euch dabei. Und wir wollen uns auch nicht von Planking distanzieren. Planking ist der Hammer. Ich glaube, kommt richtig in Trend. Dieser 2008-Trend oder 2009 nochmal planken, sich irgendwo hinlegen, ist ja, geil. Ich glaube, kommt wieder. Wie Schlaghose. 10 Jahre sind rum, jetzt wird die Wege geplankt. Während ihr vor euren Audiogeräten jetzt gerade plankt, könnt ihr dazu noch den passenden Soundtrack haben. Wir haben noch ein bisschen was dabei. Was ist denn der passende Soundtrack zum Planken? Das würde mich jetzt mal interessieren. Na, irgendwas Neues, oder? Was Neues? Weil Planken ja auch sowas Neues ist.
Oh mein Gott. Komm mal, pass auf. Ich sag's, wie es ist. Wir haben vielleicht noch, liebe Zuhörer, den einen oder anderen Bauhaus FM Exclusive für euch dabei. Von Zeug, was brandaktuell ist, was es nicht gibt, sonst zu finden und was auch echt geil ist, ja, muss man sagen. Ihr habt ja eben schon Johann Sebastian Bass gehört. Wir sind Spätkauf bei Kieler übrigens. Und jetzt haben wir noch ein paar mehr Songs dabei. Haben aber nicht mehr so viel Zeit und wir werden die natürlich auch nicht in Gänze zeigen. Ne? Von daher würde ich aber sagen, was haben wir noch so da? Was ist das denn? Das erste da. Oh ja, das erste. Ich weiß gar nicht, ob ich das kenne. So, das ist alles so neu. Und du hast es, glaube ich, vorhin habe ich schon mal angeteasert. Da habe ich auch schon mal gesagt, dass ich es nicht kenne. An alle Leute da draußen, packt eure Tape Recorder aus. Hier kommt eine Weltpremiere von einem Solo-Track von mir mit dem Titel Ich schieb. Mal gucken, wann der rauskommt. Ihr hört ihn jetzt sofort. Viel Spaß. Ich schieb eine halbe Tonne. Geil. Eine halbe Tonne, komm, wer will, ich geb kein Fick. Ich schieb mittags in der Sonne, schieb auch ohne Tageslicht. Wer was will, der kennt meinen Standort, weiß, wovon ich rede. Kennt meine Familie, ich schieb eine halbe Tonne. Ich schiebe eine halbe Tonne, komm, wer will, ich geb kein Fick. Ich schieb mittags in der Sonne, schieb auch ohne Tageslicht. Wer was will, der kennt meinen Standort, weiß, wovon ich rede. Kennt meine Familie, ich schieb eine halbe Tonne. Ich schieb den harten, du weißt, ich schieb Lachkick, wenn du weißt. Spielst den Harten zur Zeit, bei dir hat schon gar nichts gereicht. Ich schieb Hass auf, was dir lieb ist, nicht nur wenn ich aggressiv bin. Schiebe halbe Tonne, wenn's mir lieb ist, rauche lila Blättchen mit Siegerlächeln, weil was ich mach übelst schieb. Schiebst du Welle wie Dynamit, du dreifacher Hühnerdieb, du Hund, du. Es ist Süleyman der Erste, bringt euch Hopfen und Gerste. Glaubt nicht, dass ich scherze, schiebe tief aus dem Herzen. Ich schiebe eine halbe Tonne, komm, wer will, ich geb kein Fick. Ich schieb mittags in der Sonne, schieb auch ohne Tageslicht. Jo, genug mit den Späßen, das reicht jetzt auch erstmal. Wer davon hören will, der sollte uns mal auf allen Social-Media-Kanälen folgen. Wir sind Spätkauf bei Kieler, folgt uns da und dann seid ihr mal auf dem Laufenden. Auf Instagram werden wir mit AE geschrieben übrigens. Spätkauf, genau. Genau. Na, aber gut, das kriegt ihr auch hin, ihr seid ja kluge Leute. Man findet auf unserem Instagram-Account wiederum auch Videomaterial, das man gar nicht auf YouTube findet. Vielleicht kannst du, Cool Kid K, dazu noch mal kurz was sagen. Ja, tatsächlich. Also anlässlich, sag ich mal, des Jubiläums unseres Debütalbums SPPS haben wir da, sag ich mal, für jeden Song noch mal bebildern lassen. Mit Tourmitschnitten, mit einfach so Sachen, wo wir einfach nur rumhängen, mit Musikvideodinger, mit wirklich hochwertig angefertigten Videodinger, die das Ganze bespielen. Also wirklich schön in Storylänge. Es lässt sich super leicht konsumieren, irgendwie weggucken. Es macht doch echt Spaß. Ihr lernt uns ein bisschen kennen, unsere Bühnenmentalität ein bisschen kennen. Ich glaube, da ist einfach so die Spätkauf-Pakila-Packung einfach vollkommen. Ja, ich hatte selbst ein bisschen Pipi in die Augen, ja, ne? Als ich das erste Mal geguckt habe. So. Das war wirklich schön. Hast du auch Pipi in den Augen? Ich habe je nach Wetterlage manchmal so ein Triefauge, aber das ist jetzt gerade nicht akut. Okay. Also, ich habe jetzt gerade keine Tränen in den Augen. Pass mal auf, ich kriege eine Träne aber im Auge, wenn wir jetzt nicht noch einen Song teasen, oder? Uiuiui. Ja, was löscht denn, was löscht Tränen? Warte, welches Element kann man gut gegen Wasser einsetzen? Feuer? Richtig! Der Übergang ist wirklich so smooth, ich kann es kaum fassen. Feuer löscht Wasser. Es ist ganz einfach, es ist bewiesen. Ich dachte, Bauhaus ich bin ihr hört es. Also. Hier hört ihr es zuerst. Aber ihr macht einen kranken Song. Ich wusste das. Ein kranken Song. Wirklich, von Ficker95 und Cinnamon Blond. Wir haben eben schon in dieser Kombination auch Tunis gehört vorhin. Auf SPPS hört man den Song auch. Jetzt heizen. Der hat schon mal Live-Premiere gefeiert, muss man sagen. Und er hat abgerissen, bevor uns die Technik komplett abgeraucht ist für mehrere Minuten. Und die Leute konnten mitmachen, obwohl sie den das erste Mal gehört haben. Also wirklich. Willst du die Anekdote vielleicht nochmal? Naja, Technik war halt scheiße, ne? Und jawohl! Dann, im Arsch. Genug der Worte. Viel Spaß mit einer weiteren Weltpremiere mit dem Track Heizen, wiederum von Ficker95 und meiner Wenigkeit Süleyman Blond. Was eine riesengroße Scheiße, Alter, ey. Bei dem Kopf darfst du nicht heizen, Alter, ey. Wenn die Cops kommen, musst du heizen, Alter, ey. Trinke nach dem Sport nur Weizen, Alter, ey. Was eine riesengroße Scheiße, Alter, ey. Bei dem Kopf darfst du nicht heizen, Alter, ey. Deine Zehner, Dicker, komm mir nicht mit GEMA, Dicker, mache Ficky Ficky später. Du bist doch ein Hippie, Peter, bass so laut, es ist Wahnsinn. Rauche schwarzen Afghanen,
1, 2, 3, ich bin dabei. Hinter mir die Polizei. Zickzack um die Ecke biegen. Wär ich doch im Bett geblieben. Ich kenn seine Mama nicht und seine Mama kennt mich nicht. Trotzdem wollen sie was von mir und es ist kein Bier. Sie wollen Coca. Ich weiß gar nicht, was da gerade eben los war. Renne einfach immer schneller, Puppe, Puck, ja. Ballert 24 Stunden ohne Grund, ja. Kein Gesund, ja. Was für riesengroße Scheiße, Alter, ey. Bei dem Kopf darfst du nicht reizen, Alter, ey. Von Cinnamon Blond und Ficker 95. Alter, die Hook ist von dir, Cinnamon Blond? Ja. Wirklich geil, wirklich. Also so raw, wie sie klingt, wurde sie, glaube ich, auch aufgenommen, kann man sagen. Ja, mit MacBook mit Mikrofon. So. Das ist der Spirit. Krass, und das hätte ich nicht gedacht. Ich habe Gerüchte gehört, dass auch Video vorbereitet. Ja, mal schauen. Wir wollen ja nicht zu viel leaken. Ne? Aber ja, auf jeden Fall, wir leaken gerade schon so viel ohne das Einverständnis unserer Bauhaus FM, ihr seid einfach so die Anlaufstelle für Leaks einfach gerade in der Hinsicht. Ihr könnt euch da echt dankbar schätzen. Ey, und wirklich. Wir sind Spätkauf bei Kilo, um das nochmal zu sagen. Folgt uns auf allen Kanälen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Pink Viagra haben wir hier. Wir haben hier Cinnamon Blond. Cinnamon Blond. Und auch Blondemann schwört ja auch irgendwo rum, der Meisterproduzent. Crooked Car ist hier. Und eine Sache haben wir noch für euch, bevor wir euch, sag ich mal, in den Tag entlassen, in den Abend entlassen, was auch immer. Ja, möglicherweise gibt es da eine kleine Sache, die mit einer großen Sache verbunden ist, nämlich mit einem Release 2020, ein Pink Viagra EP oder Tape. Oh mein Gott, ich kann es selber kaum fassen. Es ist zu frisch alles, ja. Es ist so krass und genau, es gibt einen kleinen Teaser, eine kleine... paar Sekunden. Ein kleiner Vorgeschmack auf das Pink Viagra-Projekt. Damit verabschieden wir uns auch für heute. Kann man sagen. Ja. Damit würden wir direkt uns verabschieden. Und das euch Ganze verabschieden. Lassen. Euch verabschieden. Bauhaus FM, vielen Dank, dass ihr eine Stunde durchgehalten habt. Hier mit Spätkauf Pakila. Jerken, abjerken. Was auch immer ihr jetzt macht. Beef Jerky essen oder sowas. Wir haben nach jetzt auf jeden den heißen Tracks kann es wohl kaum etwas anderes geben. Eben. Und jetzt kommt noch ein letzter heißer, neuer Track, den ihr alle noch nicht kennt. Zum Abschluss. Für meine Freunde. Ihr könnt euren Leuten noch sagen nachher, ich kannte den Track, bevor er auf TikTok zum Hit wurde. Ja, auf jeden Fall. Für alle meine Freunde jetzt ein kleiner Vorgeschmack. Vielen Dank. Schaut bei Spätkauf bei Kilo auf Social Media vorbei und wir waren Crooked Car, Cinnamon Blond, Blondemann und Pink Viagra. Yeeha. Macht's gut. Bis bald. Bye. Blondemann Produkte. Freunde sind Gangster, mir ist egal, was du denkst, ja. Buff in der Bude nur am Fenster, besser ist jetzt, dass du rennst, man. Hänge jetzt nur noch mit Bankern, deine Leute kleine Wanker. Ah, mein Handy wird schon ausgegangen. Pass auf, dass du keine fängst, der Beat ist so geil, du spannst längst ab. Pass mal den Joint, Digga, pass mal. Dein Sextrack ist nur ein Zeltpack. Deine Freundin, sie gibt mir Helfer. Ihr Arsch ist so rund wie ein Lenker. Immer nur kiffen, so Lash-Spaß. Hänge mit Junkie-Gespenstern. Wie lang kannst du ficken, ich schätze mal.